Ja, Stefan, Nachmittag ist es und heute Morgen habe ich dir eine Mail geschrieben. Ja, und heute Nachmittag treffen wir uns schon zum Austausch. Das wäre ja vor ein paar Jahren gar nicht denkbar gewesen. So Ja, von. genau. Das ist der einzige wirklich große Vorteil, dieses zeitliche. Und dass man sich sehen kann, austauschen kann man sich Gott sei Dank schon lange übers Telefon. Austauschen kommen sich lang, ja. Was Genau. ich gemerkt habe, so im ersten Jahr nach dieser neuen Zeitrechnung war immer noch eine halbe Stunde Technikcheck vorneweg notwendig. Ich habe mich jetzt gerade eingeloggt und schwupp, warst du da. Und es hat alles Ja. funktioniert. Ton ist da, Bild ist da. Also ich Toll. habe es gesehen bei den Kindern, ich habe drei Mädels. Und in dieser Zeit jetzt noch, meine große Tochter hatte Homeoffice, meine mittlere war in der Ausbildung, hatte Ausbildungs-Homeschooling und meine kleine Tochter, 16, 19, 22 sind sie, hatte Homeschooling und wir haben das Glück, ich wohne komplett am Dorf, also wirklich so am Dorf, 830 Einwohner da in Geratskirchen. Und ich habe direkt vor der Türe, wirklich direkt vor der Türe, ein 100.000er Leitungsanschluss. Und das war doch sehr, sehr hilfreich. Und deswegen geht es auch. Und ich kenne viele Menschen, die würden es auch gern so tun wie wir beide. Ja. Einfach so. Und die haben Riesenschwierigkeiten. Und ich bin ein Kabelfreund. Also bei mir gibt es kein WLAN im Haus, überall Kabel. Und das macht auch viel aus. Es sind einfach keine Störungen drin. Das immer irgendwie gibt. Vor allem habe ich gelernt, über Smartphones, das stören WLANs, weil man immer nicht weiß, was macht was. Und das habe ich nie gehabt, weil ich das nicht wollte. Ich habe halt gedacht, für das gibt es ja Kabel. Und das daran wäre sehr, sehr gut. Damit haben einfach in die Räume überall Kabelanschlüsse und dann steckst du. So wie es jetzt da auch ist. Das mag ich sehr gern. Also das ist für mich ganz praktisch. Und so können uns wir Niederbayern auch mit der Welt verbinden. Das ist immer nicht so einfach, was, wenn man so in Niederbayern Genau. Bei uns ist es in Karlsruhe ein bisschen einfacher, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns so leicht mit der Welt verbinden konnten wie heute. Daran merkt man den Wandel. Jetzt Genau. hast du vor 2 Wochen dieses wunderbare Buch rausgebracht, zusammen mit dem Erwin Müller, wo den Titel hat Gelbe Schule. Und bei Gelb kommt mir immer so der Gedanke, Gelb ist die Farbe des Neides. Muss man jetzt oder darf man neidisch sein auf diese Schule? Das ist so interessant, weil du bist jetzt dann der Dritte praktisch, der sagt, ja, Gelb ist was anderes als Gelb. Nö. Gelb kommt, ist die Farbe aus der PSI-Theorie. Es gibt zwar ganz große Theorien, mit denen ich arbeite oder mit denen wir arbeiten in diesem Gelbe Schule-Buch. Das eine ist die PSI-Theorie von Julius Kuhl und das andere ist die Polyvagal-Theorie von Stephen Porges und Julius Kuhl. Seine PSI-Theorie, also Persönlichkeit-System-Interaktionen, so heißt die Theorie, oder willentliche Handlungssteuerung. Ja, der sagt unter anderem, das ist eine riesen Persönlichkeitspsychologische Theorie, aber er sagt unter anderem, dass für Handlungsausführung die Stimmung mitverantwortlich ist. Also wir haben ja praktisch zwei so Grundstimmungen, gut aufgelegt und schlecht aufgelegt. Also oder ein, wenn man dann so sagt, also in der Angst sein, einfach gut drauf sein. Und es gibt so eine Dämpfung davon. Also wenn man so konzentriert ist oder wenn man eben gelassen ist. Und diese Gelassenheit, dieses bei sich selbst sein, dem gibt cool die Farbe Gelb. Und dadurch, dass wir das ja Gelassenheit und Präsenz durch sichere persönliche Verbindungen nennen, sichere Sicherheit, Persönlichkeit kommt nur aus dem Selbst, Gelassenheit kommt nur aus dir selber. War das gleich ganz, ganz früh die Idee, das Gelb zu nennen. Denn die andere Thematik ist, dass es sehr, sehr viele Schulen gibt, die irgendwelche Eigenschaftswörter haben oder Wörter haben. Das eine ist die Schule der Vielfalt und die Schule der Freude oder die Schule des Friedens oder was. Und da gibt es immer Konnotationen immer dazu. Und zu Gelb kannst du jeder was einfallen lassen. Also was geht bei dir ist das eben dann, ja, was du sagst, okay, fällt da der Neid ein. Es gibt eine richtige gelbe Schule, also ein Gebäude, das gelb angestrichen ist, die nennen sich auch gelb, die gelbe Schule. Also aber das ist das Einzige. Bei uns hat es diesen Hintergrund, dass das Gelb eben das Selbst ist und der Zugang, den ich brauche, und dann sagen wir ja mitten im Buch, weil um das geht es, geht ja nur um dich selbst da drin. Genau. Deswegen gelb. War für dich Verwandlung schon immer ein Thema und hast du letztendlich gern, weil du gibst ja auch durchaus Kurse in dem Bereich, wie ich schon gelesen habe, warst du auch immer einer, der gern Menschen mitnimmt in diesem Verwandlungsprozess? Ja,
Also ganz früh bin ich schon, sage jetzt mal sehr früh, ich bin ein Bruder von drei Schwestern. Ich habe drei Schwestern, keinen Bruder. Deswegen habe ich drei Töchter, weil ich gesehen habe, es ist ein erfolgreiches Modell. Ja, kann ich damit arbeiten. Und dieses Verwandeln, dieses sich immer selber weiterentwickeln müssen, sollen, dürfen, können, war für mich zeitlebens immer schon ein Thema. Weil ich bin der Dritte, praktisch in der Reihenfolge, ich habe älter werden gesehen, ja, bei meinen Schwestern, und ich sehe es jetzt auch bei meinen eigenen Kindern, und Stillstand war für mich eigentlich nie eine Option. Und ich bin jemand, der ganz gern ganz viel spricht, weil ich so ganz lange singe, also ich bin Sänger, erst in Chören, dann zu viert und zu sechs Männer. Also ich bin so, wie man es schon sagt, auf bayerischer Rampensau, also ein Bühnenmensch, und das Verwandlung, Bühneverwandlung immer. Und das ist auch, betrifft auch meine Persönlichkeit. Also ich denke, man kann eigentlich nie irgendwie bleiben. Und ich bin ja Geograf vom Studium her, habe da BWL dazu studiert, habe lang Marketing gemacht. Und dann kam wieder die Verwandlung, weg praktisch von den Dingen, von den Zahlen hin zum Menschen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich was anderes. Und dann bin ich, da nenne ich mich immer selber Extremist, dann lasse ich das eine wirklich bleiben. Dann höre ich was auf und dann fange ich das andere und dann widme ich mich dem mit ganzem Herzen, ganzem Sein, ganzem Geld, um das so zu erreichen. Also deswegen, so ist das auch entstanden. Dann so haben uns der Erwin Müller, der ja Rektor ist an einer großen Schule in Plattling, so sind es mir ja ganz ähnlich. Dieses immer wieder Neuschauen, das ist, ja, dieser ewig gleiche Spruch, ja, nichts, alles bewegt sich. Wenn wir stehen bleiben, bleibt alles stehen. Das war nie unser. Also mein Bestimmen sowieso nicht. Da passen wir wunderbar zusammen, die zwei. Klasse. Wenn jetzt jemand bei dir vorbeikommen würde, der bietet dir das Paradies an. Also ja. Denke mal, die Tauben fliegen dir gebraten im Mund. Würdest du das Ticket kaufen? Ja, vorübergehend. Immer wieder reingehen und wieder weggehen. Für immer, also ich denke, wir haben ganz, ganz früh begonnen, meine Frau und ich zu meditieren. Also wir sind jetzt über 30 Jahre verheiratet und wir haben ganz früh begonnen zu meditieren. Und Zen war unser Weg, dieser Zen-Weg der Meditation, wo es am Anfang immer hieß, heitere Gelassenheit ist das Ziel. Und somit Anfang 20 habe ich überhaupt nichts damit anfangen können. Was ist heitere Gelassenheit? Und das war dann immer so dein Bild, das du gerade gezeichnet hast. Das war dann auch so mein Bild. Man liegt in der Hängematte. Schlaraffenland ist auch die Geschichte dazu. Und dann habe ich mir gedacht, ja toll, also wenn es das ist, also es war ja mein Bild dazu, wenn es das ist, dann mag ich da nicht hin. Aber dann liege ich da und irgendwann einmal das immer wieder zu machen, sich selber Inseln zu schaffen, ist ein Teil meiner Arbeit, dass die Leute merken, um auftanken zu können, wenn man das so schön sagt, um mich selber spüren zu können, so ein bisschen, wer bin ich denn eigentlich, brauche ich ja so einen Platz, mein eigenes Paradies, wo immer das ist. Und das findest du sowieso nur in dir drin, weil Verbindungen, Gelassenheit, ja, Präsenz sein, hat immer nur was aus dir. Und ich habe ja einen Passus, du hast das ja gelesen, das nenne ich ja, wie ich mir, so ich dir, und es geht bei mir los. Und wenn ich mit mir in guter Verbindung bin, wenn ich in meinem, so ist es gerade, ins Paradies lebe, dann kann ich das Paradies im Außen auch spüren. Und wenn man das jemand sagt, dann merke ich es auch. Und wenn ich bei mir in meiner eigenen, in meinem eigenen Chaos oder in meiner eigenen Angst oder in meiner, wenn es schlimmer ist, in meiner eigenen Hölle lebe, dann ist auch meine Umgebung so. Also deswegen ist es für mich schön, so ein Angebot zu haben, sage ich, nehme ich gern, aber nur dann, wenn ich will, wenn ich wieder raus darf. Ja, genau. Zu der Freiwilligkeit. Genau. Zen hast du jetzt angesprochen. Zen hat ja so zwei Richtungen. Einmal nach innen, in diesem absoluten Augenblick, in dieses Gewahrsein des Momentes und in dieser inneren Rückkehr und nach außen hin in diese Perfektion. Also immer etwas besser zu machen, diese Kaizen-Technik, den japanischen, immer ein Stückchen sauberer, feiner, feinfühliger zu werden. Bist du so ein Perfektionist an der Stelle oder siehst du das eher als Weg? Also für mich ist wirklich da der Weg das Ziel. Das eine, das Innere ist wirklich auch der Begriff Präsenz bei unserem Buch im Untertitel. Also dieses Präsenzsein. Ich kann eigentlich, ich habe gestern einen Vortrag gehalten in der Schule und es geht eigentlich immer damit los, bei allem, es ist das A und O, was überall steht, ist gelingender Unterricht. Ja, so bin ich auch mit Schule in Kontakt gekommen, aber was ist gelingender Unterricht, was habe ich da, was ist das?
Und das Wesentliche, was wir ja da aufgeschrieben haben, ist eben auch die Präsenz. Also diese Präsenz, überhaupt mal da zu sein, hat mir Zen sehr, sehr viel gebracht. Im Augenblick zu sein. Also einfach zu merken, ich habe oben, meine Frau hat mir ein wunderbares Bild geschenkt, da steht drauf, die Verabredung mit dem Leben ist der gegenwärtige Augenblick. Also Sie kennen ja versichert diese Präsenz. Und dann nach außen dieses, ja, permanente Verbessern, aber nicht in dem Grunde, was Bestehendes zu nehmen und das bis ins Kleinste zu verbessern, was wir in unserer Gesellschaft ja sehr stark haben, wir erfinden was und dann verbessern wir es, aber immer nur die gleiche Erfindung. Sondern für mich geht es wirklich, wie du vorher Verwandlung gesagt hast, für mich geht es da um eine Entwicklung. Und da bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich mir denke, wir können gar nicht viel genug über uns selber wissen, über uns selber, aber hauptsächlich spüren, kann man gar nicht viel genug. Und das einfach immer mal wieder, wenn es geht und wenn ich die Gelassenheit dazu habe, auch anschauen. Dass ich sage, was wohnt denn gerade so in mir? Warum habe ich das eigentlich jetzt gerade? Warum geht es mir so? Warum kann jemand, der da vor mir sitzt, der Schüler, was triggern an mir? Wieso, was ist da gerade los? Da bin ich dabei bei Zen, dass ich immer ein Stück weiter nach vorne schaue. Und da, glaube ich, sind wir weit weg von einem Ende. Weil wir Menschen uns ja auch entwickeln. Wann bist du mit dem Schulthema so richtig in Kontakt gekommen? Also nicht als Schüler, wo du sozusagen mittendrin warst, sondern wo du dich ein bisschen zurücknehmen konntest, so dieses Es schaut, wo du dich diese Verwicklungen sozusagen gelöst hast, dich entwickeln konntest, wo du dann gesagt hast, aber jetzt muss ich wirklich mal auf Schule schauen, weil dort ist auch dieser Werdens-, dieser Veränderungsprozess, der irgendwo ja festgesteckt ist, der ja in Stocken geraten ist und selber nicht mehr weiß, wie er rauskommt. In welchem Augenblick war das, wo du gesagt hast, hey, ich muss mich da auf den Weg machen und jetzt letztendlich so ein Buch rausgekommen ist? Ja, das war, also zum einen, weil ich drei Töchter habe, die in der Schule sind, weil ich gesehen habe, also in meiner Schulzeit, ich war selber Schülersprecher, immer Klassensprecher und ich habe gesehen, also aus mehreren Richtungen dadurch, wie es ist, aber dann durch die eigenen Töchter, es gibt so diesen Spruch, ich weiß nicht, wer den geprägt hat, wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist, hat Deutschland 65 Millionen Bundestrainer, ja. Und da gibt's, für mich ist das, bei Schule gibt's 83 Millionen Lehrer. Also, die das wissen. Und dadurch kam ich praktisch mit dieser KEG in Berührung, die katholische Erziehergemeinschaft, oder Erwin Müller, mit dem ich zusammen das Buch geschrieben habe, Bezirksvorsitzender jetzt noch Niederbayern ist. Und es gab da so eine Familienveranstaltung und meine Töchter und die Töchter von einem bekannten Freund von uns, der Lehrer ist, die kannten sich gut und haben gesagt, da fahren wir mit. War im Kloster Niederalteich, da fahren wir mit, das machen wir. Und dann gab es da eine Veranstaltung, die ein Sozialpädagoge gehalten hat, und die hat im Endeffekt erzählt, ging es über verhaltensauffällige Kinder. Und das war super gemacht, er hat gesagt, das ist die Auffälligkeit, so reagierst du drauf. Und ich konnte das aus meiner Arbeit, also weil ich komme ja aus der Wirtschaft auch, ich konnte das, wenn Leute Führungskräfte wurden, die mir dann auf 25 Führungsseminare geschickt haben, es hat überhaupt nichts funktioniert. Methoden lernen, ja, und dann habe ich einfach gemerkt, das war dann also habe ich ja meine Arbeit entwickelt, also ich sage, nö, die Methode ist zweitrangig, ich brauche was vorher. Und dann hat er das da super gemacht, damals in dieser Veranstaltung, und alle waren sie ganz platt, weil der es echt gut gemacht hat, und fragt am Schluss, gibt es noch Fragen? Und dann sage ich, ja, was ist aber, wenn ich das nicht kann? Was sie da sagen? Wer ist denn dann, wer bayerisch, wer ist der Depp? Ja, ich, weil ich sage, jetzt sagen sie da, so geht's, und ich kann es nicht. Jetzt stehe ich da vor der Klasse, ich sehe jemanden an der Verhaltensauffälligkeit und ich weiß, ich sollte das tun und mein Körper sagt, nö, machst du nicht. Was ist dann? Und so ging das los und dann, das war praktisch der Sprung ins Wasser. Und dann kam eben der Erwin Müller auf mich zu und sagt, wer sind Sie? Wer fragt sowas? Weil Erwin Müller hat ein Methodencurriculum geschrieben, also dreifach, vierfach, fünffach Differenzierung, diese Geschichten. Und so haben wir das dann miteinander entwickelt. Und das ist was uns wirklich auszeichnet, dass wir beide uns enorm gut ergänzen, weil wir lassen unser Sein komplett, da kommt gar nicht auf die Idee, Neid oder sowas, Gelber gibt es bei uns gar nicht, weil jeder kann seins und kann seins sehr gut. Und dann, so ist es entstanden, eben aus dem Bedarf oder Bedürfnissen an der Schule, mal nach hinten gehen und zu sagen, okay, was kann ich denn von dem, was ich weiß und von dem, was in der Wirtschaft arbeite, was kann ich übernehmen? Und so ist es gekommen, diese
dieses Buch im Ende, das uns dazu gebracht hat, weil wir so viel Feedbacks bekommen haben. Haben dann so viele Menschen gesagt, wir müssen das aufschreiben, wir müssen das aufschreiben, wir müssen das aufschreiben. Dann haben wir gesagt, ja, wir schreiben das auf, aber was müssen wir denn hinschreiben? Das müssen wir also das aufschreiben und abschreiben, aber was sollen wir denn machen? Und dann habe ich Matthias Ohler vom Kalauer Verlag kennengelernt, der gesagt hat, du, das ist ja ein Wahnsinnsthema, was ihr da macht und diese beiden Theorien sowieso, weil die so groß sind. Die, und das ist eben das, was ich mache, die Verbindung herzustellen zwischen PSI und Polyvagal-Theorie und dann eben ein Buch zu schreiben, das zwei Teile hat. Fand ich die Theorie sehr, sehr stark angeführt, du hast das gelesen mit vielen, vielen Beispielen und dann hinten einfach die Wirkung. Wie wirkt gelbe Schule? Und es gibt ja viele Lehrkräfte, Schulleiter, Erzieherinnen oder ja viele Eltern auch, die so arbeiten schon, die einfach, die dieses System leben, sonst wäre es ja kein Buch geworden. Und, so, und dann haben wir gesagt, genau, das ist unser Weg und das macht es dann eben aus. Jemand, der aus der Praxis sagen kann, das ist die Theorie und das bringt's. Und das unterscheidet uns auch, weil es ganz viele andere Bücher gibt, entweder nur von Praktikern oder nur von Theoretikern. Und Plattling muss ich dazu sagen, diese Grundschule, 450 Kinder, 40 Nationen, da weißt du, was los ist als Rektor, da weißt du, was los ist und da kann man das super anwenden. Und Leute, die diese Schule besuchen, und da lade ich dich auch gerne ein, wenn du mal Lust hast, einfach an diese Schule zu kommen, so man dann wieder mal in Schulen rein darf, also ohne Beschränkungen, die sind einfach fasziniert, weil die schauen sich die Schule an, die kommen da um 3 Uhr, dann kommen sie in der Klasse. Und da ist der Ausländeranteil ist extrem hoch, weil Plattling also Industriestandort ist. Kommen dann um 3 Uhr nachmittags in der Klasse, die Mathe machen, 30 Kinder, und dann ist das alles ganz entspannt und gelassen. Und dann fragen uns die Leute ganz oft, was macht sie mit den, nehmen die Drogen oder was macht sie da? Und dann sagen wir, nö, sichere persönliche Verbindungen, was anderes ist es nicht. Und was ich dann oben drauf lege an Methode, ist völlig wurscht, weil das weiß ich selber besser als Lehrkraft, aber drunter brauche ich diese sichere persönliche Verbindung. Und das macht es aus. Und das war das Eintauchen und das jetzt wieder Auftauchen aus diesen Tiefen, die da so da sind, und dieses Buch zu schreiben. Genau. Das, was mich jetzt gerade erinnert, ich war vor 2 Tagen im Gespräch mit einem Rektor einer Gemeinschaftsschule. Und da habe ich dein Buch ja fast schon fertig gelesen gehabt. Also die Theorie mit dem Nervus Vagus und allen Dingen. Und dann waren wir so im Gespräch und er hat einfach erzählt, was er an der Schule macht und was er anders macht. Und dann kamen immer die Methoden bei mir hoch und er sagt, ja, er hat genau das angewendet, was du letztendlich in dem Buch beschrieben hast. Mhm. Er hat die Schüler befragt, was wollt ihr tun, wenn es um Bestrafung geht? Die Schüler gefragt, was für Sanktionen müssen wir im Zweifelsfall anwenden, wenn jetzt jemand die Regeln bricht? Was ist angemessen? Und die haben sich gekümmert um ihre Schule. Also da war völlig klar, das ist ihre Schule, sie kümmern sich. Und was ich ganz toll fand, er wurde gefragt wegen wieder einem Wettbewerb oder sonst irgendwie was. Dann hat er sich angeschaut, in welche Richtung diese Art der Wettbewerbs geht. Also natürlich wieder in Bewertung und das alte System. Und er hat gesagt, danke, aber nein, danke, wir nehmen nicht dran teil. Und das hat so eine Lawine ausgelöst. Er hat erzählt bei Twitter, wo das dann reingeschrieben hat, 50.000 Leute haben das dann gelesen und gesagt, ja, endlich jemand, der das alte System sozusagen auch in seinen Grundwurzeln aus sich selbst heraus, weil er sagt, nee, er muss ja nicht immer alles bedienen, er muss ja nicht bei jedem Wettbewerb mitmachen. Die haben so viele Wettbewerbe schon gewonnen. Nee, jetzt suchen sie sich die Wettbewerbe raus, wo die Kinder sich auch weiterentwickeln, wo sie sich einbringen können. Da hast du richtig gemerkt, da blüht was auf. Da ist ein Wurzelwerk da, wo auch im Sturm hält und ein Stamm, der richtig stabil wird. Da kommen Früchte raus, die tragen auch. Also das verspürst du richtig. Das sind nachher nicht Kinder, wo wir zurzeit wissen, 70% der Abiturienten wissen nicht, was sie in ihrem Berufsleben machen wollen. Die stehen mit dem Abi da und wissen nicht, was sie tun sollen. Die flüchten sich ins Studium, wenn man so will. Und das ist ja traurig. Du hast ja gelesen im Buch, mach was du kannst. Mein Berufsorientierungsprojekt, genau wegen dem gibt es es. Ja. Das war praktisch das Erste, was ich gemacht habe, mach was du kannst, Berufsorientierung, weil ich es gesehen habe, weil ich selber Töchter habe. Und das ist eben wissenschaftlich zertifiziert und begleitet von der Andrea Kuhl Stiftung, eben von Julius Kuhl, über die Uni Osnabrück, die es nicht mit Geld unterstützen, sondern einfach wissenschaftlich begleiten. Und das ist für mich sehr wertvoll, weil ich ja, wie du gelesen hast, mit Persönlichkeitstests arbeite, die zu dieser PSI-Theorie gehören. Und das machen die Kinder
oder Jugendlichen, ja, muss man aufpassen, machen diese Persönlichkeitstests online und die werden dann auch von Menschen ausgewertet. Und dann habe ich mit jedem Jugendlichen ein Einzelgespräch, 30 Minuten. Und das mache ich zwar mit meiner Frau. Und also jeder hat immer einzeln. Wir machen das noch miteinander, weil es so viele Kinder sind. Und dann war sie doch sofort. Und ich habe das mit weit über 1000 Kindern schon gemacht. Also zwischen 14 und 17. Und ich habe einen sehr, sehr guten Überblick mittlerweile. Und genau das, was du gerade erzählst. Weil die Frage ist, habe ich denn irgendwann einmal irgendwas von mir selbst, von meinem Selbst, mit der Schule, mit dem Lernen verbinden können? Denjenigen, denen das gelungen ist, die gesagt haben, das mache ich für mich, das ist meins. Und das ist, die haben immer den Weg, die haben gesagt, geh diesen Weg, wo immer der hingeht. Aber leider viele andere haben gesagt, ja, das ist meine erste Frage, was hast du eigentlich schon gemacht für Berufsorientierung? Und die Schulen, an denen ich bin, die sind super, die haben wahnsinnig viele Projekte ab der 5. Klasse sehr, sehr breit aufgestellt. Dann sagen die immer, nichts. Dann sage ich, wie nichts? Du bist an so einer Schule, das gibt es ja nicht. Sagen die, aber es hat mit mir nichts zu tun. Also das ist ganz, ganz oft der Einstieg, dass sie sagen, ja, das ist das und das und das. Und aber wer fragt eigentlich mich? Dann kommt irgendwoher Druck und dann entsteht ja ein Druck und Stress, hast du ja gelesen, so ist ja ein Sympathikus-Aktivierer. Und wenn der arbeitet, bin ich nicht so gerade in der Lage, mit mir in Verbindung zu sein. Und das ist das, was mach, was du kannst, dann tut. Und dann eben eine neue Haltung bauen, einen Umgang bauen. Und das ist so erfolgreich und so nachhaltig, dass ich das zum Beispiel an der Wirtschaftsmittelschule in Eckenfelden jetzt schon das 9. Jahr in Folge mache. Bei allen 9. Klassen, 4 9. haben die immer, also 2 Regeln, 2 M oder 3 M, je nachdem. Also M, 2 G, was immer das in Baden-Württemberg ist, kann man in Bayern die mittlere Reife machen. Und also das ist ein ganz hoher Gewinn für die Kinder. Das kommt im Feedback. Wir sind ganz, ganz oft bei 1,5, 1,6 bewertet. Also sind wir sehr stolz drauf, meine Frau und ich da, weil wir sehen, dass die Kinder und ihr selbst, diese Jugendlichen und ihr selbst, einfach, die finden die Möglichkeit nicht, das einzubringen. Warum das auch immer so ist, aber sie finden die Möglichkeit nicht. Ob das jetzt angeboten ist oder so, ja, Gerald Hüther sagt da ganz oft, man muss als Lehrer die Kinder einladen, sie inspirieren, dann habe ich die Möglichkeit, ja, wieder, wenn ich keine sichere Verbindung habe, kann ich das auch nicht. Aber das ist das, was ich so feststelle. Und dann kommt noch dazu, dass so eine Verantwortungslosigkeit da ist. Also die haben nicht gelernt, Verantwortung zu übernehmen, warum auch immer. Und dann kann ich keine Berufsrichtung finden. Und dann würden die so gern von mir hören, sondern Herr Schmidt, was soll ich denn dann machen? Sag ich, gell, das war jetzt schön, wenn ich dir sage, was du machst, weil wenn es nicht funktioniert, bin ich schuld. Und wenn es funktioniert, dann sagst du, ja, aber der hat mir das gesagt, na, das soll es ja nicht sein. Das ist dieses Prinzip Verantwortung, das einen Selbstzugang braucht, dass ich spüre, okay, das kann ich jetzt nehmen, das ist meine Verantwortung, kennst du aus deinem Leben, ja. Oder das ist nicht meine Verantwortung, aber wenn ich das gar nicht spüre, weil die Zugänge nicht da sind, das ist eigentlich das, was fehlt, also in meinem Überblick so, das, was fehlt, und dann weiß ich natürlich auch nicht, was ich machen soll. Und dann würdest du das, was du auch parken, ich nenne es wirklich parken. Ich park mich in der nächsthöheren Schule. Ich park mich in einer Ausbildung, ich gehe in die nächste Ausbildung, bei genommener Ausbildung, gehe da hin, ich mache das, weil ich einfach nicht, aber nicht weil ich faul bin oder sonst was, sondern weil ich nicht weiß wie und weil ich nicht weiß, wie ich Verantwortung kriegen soll. Wie soll ich das machen? Wie gesagt, da jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen machen, ist völlig falsch, sondern es findet dieser Zugang nicht statt, dass ich merke, aha, das ist das. So spüre ich die Verantwortung auch. Und es gibt natürlich auch welche da drin, die sind echt dabei. Aber es sind leider, leider viel zu wenige. Und dann nur immer wieder anfangen, das ist auch was, das ist einfach so gar nicht unsere Absicht und nie irgendwie gesagt, habe ich vorher schon gesagt, irgendwelche Schuldzeugen sagen, ja, das System ist schlecht und dieses, nö, es ist einfach eine sichere persönliche Verbindung, wo sind die? Und erinnert dich an deine eigene Schulzeit und erinnert dich an die Lehrer, die dich geliebt haben, weil die gesagt haben, hey, du bist der Gute, du bist der Richtige, mach das oder dir irgendwas und du weißt keine Methode mehr, sondern du hast nur die Typen. Und bei diesen Menschen hast du dich aufgehoben gefühlt und hast gesagt, genau, der sieht mich in meinem Sein, zudem habe ich eine sichere persönliche Verbindung. Und wenn du das Glück hast und dir das wirklich in jedem Schuljahr passiert, dann ist die Schulzeit einfach sehr, sehr hohe, hat einen hohen Erinnerungs- und einen hohen Entwicklungswert. Und wenn du es andersrum hast,
weil das halt einfach nicht passiert ist, dann hast du eine schlechte Erinnerung dran und sagst, wow, hätte ich noch gerade, oder weiß ich gar nicht. Das ist passiert mir auch bei vielen Leuten, dass die gar nicht sagen, in der Schule weiß ich gar nichts mehr. Dass ich mir dann denke, überlege mal, gar nichts mehr wissen, ist eigentlich auch komisch, weißt, wenn man gar nichts mehr weiß. Aber da war gar keine Verbindung da. Also deswegen ist es so, ja, bei den jungen Leuten, bei den jungen Menschen so wichtig, dass die wieder Verbindungen zu sich kriegen. Und gerade so in der Pubertät, und die Pubertät wird ja mit vielen Büchern belächelt und das Pubertieren, was über so ist, als wenn das ganz was Neues wäre. Nur weil Menschen in eine Entwicklungsphase gehen, wird es auf einmal schwierig, glaube ich, schwierig. Weil das baut sich das ganze Frontalhirn um, da wird es natürlich schwierig und auch für uns Erwachsene schwierig. Aber sind wir wieder bei deiner Frage vor kurzem, Verwandlung. Ja, das, was du jetzt gesagt hast, also Gerald sagt ja immer wieder, diese Beziehung und diese Verantwortung für was übernehmen, ob das jetzt ein Pflänzchen ist im Schulbeet oder ein Haustier, das ist so fundamental wichtig fürs Wachstum, dass man auch Bindung eingeht. Und jetzt merkt man mehr und mehr, die einzige Bindung, die bleibt, ist auf so einem technischen Gerät, wo man über eine Glasfläche rüberstreichern kann. Gerald, als Neurobiologe, macht das ja immer so plastisch, dass das Areal für die Daumen so ein Riesenvolumen eingenommen hat. Also wir konnten ja damals vielleicht mit dem Daumen noch Nase popeln oder irgendwie was. Aber ich bin selber total, als Informatiker, ich habe Informatik studiert, war ich natürlich nie derjenige, der mich für eine T9-Tastatur hat begeistern können, weil ich Schreibmaschine gelernt habe mit 10 Finger. Aber ich fand es sehr, sehr anschaulich, wie Kinder da saßen mit dem Handy und auf so 9 Zahlen rumgetippt haben. Und die haben dann eine SMS geschrieben. In der Zeit, wo die höchstwahrscheinlich in einer Stunde 100 geschrieben haben, habe ich in einem Jahr noch nicht mal eine geschrieben. Also ich habe mal zusammengerechnet, zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Firmenhandy bekommen habe, 1997, 10 Jahre später, habe ich, glaube ich, insgesamt 10 SMS geschrieben, jemals. Es ist für mich, und selbst heute schreibe ich keine Dinge. Ich habe so einen Client bei mir auf dem Rechner, da kann ich die Telegram-Nachrichten direkt in die Tastatur reinschreiben. Das ist gut, alles andere muss warten. Da ändert sich ja so viel bei der Jugend und diese Art und Weise, die Psychologie, wie Spiele gemacht sind, dass du unbedingt dein Geschenk bei dem Spiel morgens abholen musst und verfällt es. Ressourcen irgendwie zusammenklauben muss, um was Neues bauen zu können, sonst nimmt sie dir jemand weg, während du nicht spielst. Das ist ja Psychologie, das ist ja Angst, das ist ja purer Stress. Die lernen ja unter purem Stress dieses Spiel irgendwie, weil sie merken, hey, die können besser werden, sie bauen sich da irgendwas auf und werden damit mächtiger. Aber das ist ja nicht das Lernen, wo uns trägt. Nee, das ist ja das, was wir sagen, also das ist ja bei Stephen Porges und seiner Polyvagaltheorie und die Sympathikussteuerung. Der Sympathikus, wenn einsetzt und nicht aus der Sicherheit kommt, dann ist er dafür da, also dieses System ist dafür da, dass du angreifen oder fliehen kannst. Und es wird aktiviert bei Gefahr, sobald dein System innen und außen Gefahr wahrnimmt. Und dann wird der Sympathikus aktiviert und macht alle diese Dinge. Deswegen ist es das, was da einsetzt. Das heißt, dieses Angreifen, ja, braucht auf jeden Fall eine Körperspannung, ja, braucht auf jeden Fall schon mal keine Verdauung, weil da haben wir gerade keine Zeit, braucht mehr Blut im Kreislauf, braucht eine völlig andere Atmung und braucht alle diese Dinge, kann man wunderbar lesen, ist ja alles beschrieben. Und Stress, dieser permanente Stress, in dem die Kinder ja so sind, durch das, was du gerade sagst, das heißt der Addictive Design, also abhängig machendes Design, sind die einfach in einem, der Stresslevel über den Tag verteilt ist schon so hoch. Weil ich weiß, also bei dir irgendwo sitzt, wie du gerade sagst, und ich kann nicht spielen, weil ich bin ja gerade in der Schule. Kann es ja sein, dass ich, wenn ich nicht schnell mal in der Pause auf die Toilette gehe und schnell das aktiviere und mein Geschenk abhole, dass das weg ist. Und so kenne ich es ja auch, ich bin auch ein smartphone-loser Mensch, also ich habe ein Handy, ja, das schaut uns aus wie diese Blackberries von früher. Und dieser Stress ist ja nicht nur da, sondern das setzt sich dann auch in Nachrichten fort. Ja, ich muss immer sofort antworten. Also ich habe in meinen Seminaren immer so eine Frage, wie geht's dir denn eigentlich? Was hast du für eine Antwortzeit auf eine Nachricht? Überleg einmal früher bei einem Brief. Hast du was überlegt, hast du gesagt, lass ich mir ein bisschen Zeit, dann kam E-Mail, dann waren wir schon schneller.
Mittlerweile ist immer so, dass wenn man innerhalb von einem Tag nicht schreibt, dass einer sofort E-Mail schreibt und sagt, ist irgendwas? Stimmt was nicht? Haben Sie meine E-Mail nicht gelesen? Genau, lebst du noch? Haben Sie meine E-Mail nicht gelesen? Nö, ich habe leider nur Spam. Also es ist interessant, es ist überall dieser Druck drauf. Und dieses im Stress sein ist genau das Gegenteil vom Zugang zu mir selber. Ja. Also das, was du erzählst über diese Spiele, was sehr, sehr viele tun, und das habe ich jetzt gelernt in dieser Pandemiezeit, und wer das macht, was du kannst, gemacht unter diesen Bedingungen, die es da an Schule gab. Ja, wir hatten einen eigenen Raum, so haben das alles wunderbar gemacht. Und ich hatte viel zu viele Jugendliche, die gesagt haben, Mensch, ich komme nicht mehr raus. Ich habe mir so angefangen zu zocken, ich komme nicht mehr raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme nicht mehr raus. Genau das, was du gerade beschreibst. Und dann habe ich diesen Stress, weil es kommt noch dazu, ich will da raus, geht aber nicht. Dann soll ich aber in die Schule gehen, geht aber nicht. Dann soll ich online gehen, geht aber nicht. Dann soll ich was lernen, geht aber nicht. Also alle diese Dinge und das Stresslevel, das die einschätzen, sieht man in diesen Tests. Und das ist sowieso schon immer nicht so praktisch, aber das war jetzt noch höher als sonst schon vorher Jahre. Und was da dazu kommt, was cool so schön beschreibt, ist die sogenannte Lageorientierung. Also dass ich unter Stress ins Handeln komme. Und das haben ganz viele, wenn ich so nachdenke, sind es über 80% der Kinder, mit denen ich da gearbeitet habe, die einfach nicht mehr ins Handeln kommen. Die planen, ja, bis das alles Prokrastination hast, das Aufschieberitis. Und irgendwann mal kannst du gar nicht mehr. Und was du dann machst, ist, du setzt dir nur noch riesige Ziele, die du gar nicht erreichen kannst. Du sagst dann, ja, jetzt haben wir dann Quali, oder ja, da mache ich mittlere Reife, aber wahrscheinlich studiere ich mal. Sitzt dann vor mir, der wirklich nur schlechte Noten hat, immer schon hatte, und sagt dann zu mir, ja, dann studiere ich halt mal. Weil es ist ein Ziel, das kann er nicht erreichen, aber er macht noch eins. Und die kleinste Kleinigkeit lässt ihn scheitern. Das ist sehr, sehr unangenehm für die Kinder. Und auf der anderen Seite der hohe Stress, der zum vielen Umgang mit Misserfolg führt. Weil einfach Kinder da sind, ich sage immer Kinder, da sind Jugendliche, die sagen, wenn einer was passiert, schlechte Note, Freundin hat keine Lust mehr, ein Freund sagt, die braucht ja nicht mehr, ein Fußballspiel schlecht gewesen oder beim Zocken irgendwas verloren, dann brauchen die teilweise bis zu 3 Monate, bis die das verarbeiten können. Ich stelle mir vor, das passiert der Firma mir das ganze Jahr belegt. Und es sind ja nicht Einzeldinge, was ich da erzähle, sondern leider so viele. Und das ist so mein Ausschnitt da draus. Und dann denke ich mir, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, denn da bauen wir uns was. Und da sind ganz, die Kinder sind alles wahnsinnig tolle Kinder. Aber das ist das, was mir gefällt, dass die sehr gut in der Lage sind zu reflektieren und die dann halt einfach so, ich komme nicht raus. Und ich schaffe es nicht zu lernen. Weil ich immer ein Auge praktisch aufs Gerät. Ja, immer ein Auge, so ja, das läuft mit. Und das ist ganz schwer, da weiterzukommen. Und dann arbeite ich ja mit so Kindern in die Einzelcoachings. Da müssen wir erstmal schauen, wo ist denn überhaupt der Zugang zu dir selber? Gibt es noch, spürst du noch, hast du noch, eine Innenwahrnehmung? Weißt du noch, wer du bist? Oder reduzierst du dich nur auf Hören und Sehen? Auf diese zwei Sinne. Meine Frau und ich haben ein Seminar, das nennt sich Zwei-Sinne-Fasten. Weil da fasten wir einfach mal hören und sehen, einfach mal ein Wochenende lang. Weil wir kriegen unsere meiste Information nur hören und sehen. Was ist mit Greifen? Was ist mit Schmecken? Ja, was ist mit Riechen? Du siehst da an der Nahrung, zack, zack, nebenbei, to go, alles. Wo ist da Zeit? Und vor allem, was ist mit Spüren? Wo ist noch Spüren da? Und dann kann ich gar nicht gelassen sein, ich kann nicht präsent sein, ohne zu spüren. Und da haben wir uns was hingebaut, wir als Gesellschaft. Da müssen wir schauen. Und da helfen eben ja, sichere persönliche Verbindungen, eben raus aus diesem Stress. Raus. Deswegen ist das, was wir vorher gesprochen mit Zen, deswegen ist Achtsamkeit auch seit längerer Zeit so da, weil man merkt, okay, wir müssen was tun. Ich habe einfach ganz viele Erwachsene, die diese Persönlichkeitsdesmane sind dann groß. Und wo man so auch diese impliziten, diese vorbewussten Anteile sieht, was großartig ist, haben einfach keine Zugänge mehr da sind zu sich selbst, wo sie Menschen gar nicht mehr spüren. Hm. Ja. Also, du spürst nicht mehr, musst irgendwas machen. Du kannst jetzt ja mit mir, wenn du da jetzt ein Interview hältst und du würdest dich nicht spüren, jeder würde sofort sehen, was ist mit dem.
Also jetzt ein Zettel da, dass sie irgendwas vorlesen, ja, dass sie sagen, oh, jetzt habe ich den Zettel schon abgearbeitet. Weil jeder dann merkt, oh, und der Tonal hätte ungefähr einen Abonnenten, genau. Weiß man jetzt gerade. Genau. Ja, das ist tatsächlich so. Wenn ich jetzt mal an den Jüngsten hier denke, der ist jetzt 12, habe ich noch einen mit 14 und 16. Also ich habe das die Spiegelung von dir als Jungs. Okay, ah. Vor 2 Jahren, wo das losging, wo wir tatsächlich in kürzester Zeit 3 Bildschirmarbeitsplätze aufbauen mussten, weil Homeschooling, Distanzschule, es notwendig gemacht hat. Ich habe sie lang genug weggehalten von diesen Geräten, wo er jetzt schon fast süchtig danach ist. Und ja, du kannst natürlich alles so weit zumachen, wie geht, damit nur dieser Teams-Unterricht geht. Ja, aber dann kommen die Lehrer mit Aufgaben. Sie sollen in YouTube was sich anschauen. Habe ich mir das angeschaut. Also gut, die Firewall entsprechend aufgemacht. Dann kamen sie mit dem Nächsten. Ja, sie müssen da recherchieren. Ich war nur noch am Firewall-Regeln öffnen, sodass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt auf Vertrauen, dass ihr das wirklich nur so nutzt. Tja, natürlich, die ersten Tage funktioniert es auch. Und dann verliert sich das Vertrauen. Natürlich. Und die nutzen natürlich, weil es so einen Sog hat und die finden Spiele. Das habe ich nie gedacht, dass es solche gibt, aber die sind da echt super im Recherchieren. Mhm. Wir verbringen natürlich die Zeit und diese Corona-Zeit mit dem Distanzunterricht hat tatsächlich geführt, dass der Computer jetzt bei Ihnen auch allgegenwärtig ist. Mhm. Und wo Sie früher noch Theater gespielt haben und andere Sachen gemacht haben, ich macht immer noch. Noch ja. Aber weniger. Das war arg. Kannst du dein Handy entspielen? Nee, ich kann nicht. Du musst noch ein bisschen warten. Wie lange? Mindestens 10 Minuten. Okay. So, 60. Jetzt haben wir nämlich 10, 40. Jetzt haben wir einen wunderbaren Zeitgeber, dass wir maximal noch 10 Minuten für dieses Videogespräch haben. Weil in 10 Minuten steht er da. Ja, wow. Wenn du das versprichst. Das ist auch in Ordnung. Weil ich muss eh in 25 Minuten weg, dann kann man das Handy für 15 Minuten haben. Mhm. Das ist ein Spiel, wo die jetzt gerade gefunden haben, mit Dinosaurier zum Pflegen und es geht nur auf den moderneren Geräten. Mhm. Ja, und dadurch geht es halt nur gerade auf meinen, weil ich habe so ein Ding, wo 5 Jahre alt ist und das geht gerade noch damit. Das heißt, er kommt sogar hier vorbei. Aber es ist eine Möglichkeit, wo wir immerhin in Kontakt bleiben. Mhm. Ich weiß, was er spielen will. Und so fand ich es eigentlich bisher gut. Mit diesem Distanzunterricht ist die Kontrolle relativ schnell entglitten, weil du kannst keine 3 Kinder in 3 Räumen über den Schulunterricht unterhalten. Und ehrlich gesagt, ich möchte jetzt keinem das nachsprechen und sagen, er hätte nichts wirklich versucht. Aber einfach nur den analogen Unterricht ins Digitale zu holen und meinen, es könnte genauso funktionieren und vor allen Dingen zu meinen, dann könnte man sogar die Pause ja sparen, weil da muss ja keiner den Schulhof wechseln und dann 45 Minuten Raster hintereinander zu machen, hat viele Kinder überfordert. Und wenn ich dazu gucke, in 3 Minuten wäre ich rausgegangen. Ich hätte keine 3 Minuten so einen Unterricht mitgemacht, ohne abzuschweifen. Aber du musst ja verstehen, ja, das ist ja das, was wir beschreiben. Die Idee ist ja, dass wir gehen ja in Verbindungen miteinander. Also Verbundenheit, das macht uns ja aus. Wir können uns verbinden, damit wenn irgendwo was ist, können wir uns ja gegenseitig regulieren, co-regulieren, wenn du es nicht mehr schaffst, kann ich das. Jetzt haben wir ja ein Nervensystem. Das ist das autonome Nervensystem, was ich vorher schon gesagt habe, das dem Sympathikus und dem Parasympathikus hat. Und dieser Parasympathikus, der aus 2 großen Vagus, Abteilungen besteht, einmal der Neue und einmal der Alte. Da gibt es Dorsal und Ventral, ist wurscht. Da hast du der Neuere, der für die Verbindungen da ist, weil er deine Gesichtsmuskulatur steuert, dein Sprechen, dein Hören und der halt im Herzen den Einfluss vom Sympathikus nimmt und damit für Gelassenheit sorgt. Der sorgt dafür, dass wir uns Verbindungen miteinander aufnehmen. Und das ist ein autonomes Nervensystem, macht das von alleine. So, als wenn wir beide da sitzen und wir haben noch so eine gute Leitung, haben wir immer eine Verzögerung drauf. Und diese Verzögerung merken wir auch, also nicht bewusst, sondern unbewusst, weil das da. Jetzt in dieser Spanne des Merkens wartet das Nervensystem auf deine Reaktion meins. Und das muss es die ganze Zeit tun. Natürlich kommt eine Reaktion. Das heißt, es ist unglaublich anstrengend die ganze Zeit. Und zwar für mich unbewusst, weil das kriege ich nicht mit. Das sind nur Millisekunden. Und an manchen Schulen, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, sind es Sekunden. Weil die Leitungen halt überlastet sind, weil da ja nichts war. Egal. Deswegen, wenn du eine Dreiviertelstunde intensiv
Austausch machen müsstest, wirklich was lernen musst, bist du nach einer 45 Minuten fix an alle, weil dein Nervensystem sagt, spinnst du? Was machst du da? Und jetzt hast du von 8 bis 13 Uhr ab 6-Jährige ein System, das du nie vorher genutzt hast und das du vor allem auch nicht kontrollieren kannst, weil es ja ein autonomes Nervensystem ist. Wir bräuchten 45 Minuten, dann bräuchten wir eine Dreiviertelstunde Pause. Und dann brauchst du eine Technik, die du lernst, dass du sagst, wir bringen mich wieder runter. Wie kann ich merken, okay, ist alles gut, alles da. War aber nicht so. Und das sind so Basics im Endeffekt, die sind nie angeschaut worden. Da hat sich nie einer vorher drum gekümmert und gesagt, und ich habe mit Stephen Porges, der die Polyvagaltheorie entwickelt hat, bin ich ja in Kontakt, weil unser Buch auch wahrscheinlich ins Englische übersetzt wird in Amerika drüben, weil wir ja die Ersten sind, die da wirklich was mit Schule machen, jetzt ohne Verhaltensauffälligkeiten und so, da gibt es ja mehrere davon. Und er sagt, er hat es mal probiert, er hat es mal versucht, also richtig mal konzentriert und bei dir dabei zu sein. Ja, das geht schon los, dass wenn ich jetzt mit dir spreche und dich anschaue, schaue ich gar nicht dich an, sondern die Kamera. Ich sehe dich ja gar nicht, sondern ich sehe die Kamera. Und er hat es versucht und er hat gesagt, und er ist schon über 70, er hat gesagt, 30 Minuten und er hat geschwitzt. Er war komplett, am Ende hat er dann gesagt, das müssen wir, weil ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Und das wird aber verlangt, weil die Menschen gar nicht wissen, weil das vorher nie eine Idee war. Das hat irgendwie keiner angeschaut, das hat keiner gewusst. Und dann hat man gesagt, ja, das ist ein Eselfall. Und was ich ganz oft gehört habe, die Kinder hängen sowieso den ganzen Tag am Rechner oder sowieso den ganzen Tag am Handy. Dann kann man doch das auch als Schule machen. Das war so die Idee, dass das ein Spiel da drin hat, völlig eine andere, sag ich mal, Übertragung hat, als wir jetzt so ein Video-Ding, dass da ein Nervensystem nicht auf was wartet, weil da ja keiner da ist. Das hat nie irgendjemand angeschaut und bis jetzt auch noch immer irgendwie nicht. Und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die jetzt Homeoffice machen müssen oder im Wirtschaftsbereich, ja, wo ich auch viel mache, die sagen dann, geht ja nicht so. Videokonferenz länger wie 45 Minuten geht nicht. Dann machen die Guten machen wirklich Pause, sagen, so machen wir Pause, aber Tagesvideokonferenzen, da brauchst du 3 Wochen Urlaub. Ja. So, am Ende, das war's. Interessant ist ja, es gibt ja jetzt Initiativen, Schulen, die rein digital starten, die sagen, hey, wir nutzen das. Es wird natürlich spannend sein, ob die Kinder dann wirklich so viel Begeisterung haben. Klar, die machen dann auch nur 3 Stunden Unterricht, also nicht in dem Maße. Nur diese persönliche Bindung, die fehlt ja. Ich bin jetzt froh, dass wir am Samstag, ist ja in Baden-Württemberg Ferien, Faschingsferien, für eine Woche auf dem Bauernhof, da gibt es Hängebauchschweine, Hühner, hoffentlich kein WLAN-Empfang oder sonst irgendwie ein Netzwerkempfang, dass wir mal eine Woche wirklich nur im Allgäu runterkommen. Mhm. Ich habe im Anschluss dann direkt nebendran ein Seminar in Präsenz, das wird wieder so schön. Einfach mit Menschen, weil ich mache auch viel mit Videokonferenz, klar, weil es nicht anders geht. Und das, was du sagst, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist zwar toll, dass man sich jetzt so kurzfristig austauschen, ja. Aber nach einer halb, dreiviertel Stunde, und wir haben jetzt bald eine Dreiviertelstunde, und das ist auch eine Länge, wo wenn jemand zuschaut, er dann selber auch merkt, das reicht jetzt. Mhm. Aber bei uns merke ich jetzt auch, also mein Gehirn ist jetzt gut gefüllt. Ich habe das Gefühl, da brubbelt's und blubbert's und ich habe viele, viele neue Anregungen. Ganz viele sind hier zum Nachlesen in deinem Buch. Das hänge ich auch, den Link, gerne unter das Video und auch zu dir, weil ich habe natürlich zuerst mal nach dir gesucht, nach deinem Namen. Du wirst nicht glauben, wie viel Stefan Schmidt es gibt, die ebenfalls in Persönlichkeitsbildung was macht. Auf jeden Fall nicht den ersten Treffer von Google nehmen. Und das Tolle ist ja, ganz hinten ist ein Bild von euch beiden drin. Da siehst du noch jünger aus. Also offensichtlich hast du ein Bild abgedruckt, wo du mindestens 6 Jahre jünger bist. 2. Oh, die Pandemie. Siehst du? Pandemie mal 3. Ja, da findet man dich, aber ich mache es denjenigen, die nicht gern suchen, leichter, dass sie gleich finden. Das ist schön, schön, danke, ja. Also ich hab einen Kontakt mit einem Professor Dr. Stefan Schmid. Also ich habe Kontakt mit ihm, weil ich bei Thalia war dem sein Name bei uns im Buch verlinkt. Also da hat ja jemand einen Hinweis gemacht und gesagt, hey, was ist mit dir los? Wann hast du habilitiert und promoviert? Und Stefan Schmid, also meine Webseite, kannst du vergessen, dass man die Stefan Schmid nennt. Es gab dann 10 Kämpfer, der Stefan Schmid, der Name ist so gängig. Aber das Interessante, was du auch sagst, der hat eben auch dann mir geschrieben, es gibt nochmal einen Professor, Dr. Stefan Schmid, der im Persönlichkeitsbereich arbeitet und der Bücher schreibt, sagen wir,
Also, liebe Eltern, die ihr Schmied heißt, nennt euren Sohn Stefan und er wird mal im Persönlichkeitsbereich ein Buch schreiben. Du hättest ein Initiale, ein Mittel, also wenn du jetzt eh in Amerika publizierst, dann heißt du Stefan K. Schmidt oder was J, auch immer. J. Stefan J. Schmidt. Das musst du jetzt eh dann angewöhnen, dieses Midterm. Also, genau, das habe ich gemacht. Ganz wichtig. Ich habe dann dabei, ich bin froh, dass ich nicht zwei habe, weil damals nur besser. Also dann hast du eine Arbeit, das ist einen, genau. Mhm. Das ist echt kompliziert. In dem Fall sage ich jetzt mal herzlichen Dank, weil ich glaube, wir stoppen jetzt die Aufnahme und lassen diejenigen jetzt mal nachspüren, was es alles von Stefan Schmidt alles gibt und vor allen Dingen das Buch. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Danke dir. Servus.